Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit. Das kennen viele von uns. Man sitzt stundenlang vor dem Rechner und will nach einem langen Arbeitstag nur noch auf die Couch. Doch früher oder später meldet sich unser Rücken. Und das auch zu Recht. Was dann zu tun ist, wissen wir eigentlich. Sport ist angesagt. Aber Vorsicht, nicht alle Sportarten sind gesund für unseren Rücken, erklärt man bei der Aktion Gesunder Rücken e.V., kurz AGR. Herz-Kreislauf-Übungen sind gut für das Herz, das sagt schon der Name. Aber auch andere Teile des Körpers, wie zum Beispiel der Rücken, profitieren davon. Ausdauertraining ist tatsächlich gut für den Rücken. Schon das ist ein guter Grund, einige herzgesunde Übungen in Ihr Trainingsprogramm aufzunehmen. So werden Sie sich schon bald von den lästigen Rückenschmerzen verabschieden können. Die Aktion Gesunde Rücken e.V. empfiehlt beispielsweise zu schwimmen. Denn das ist gelenkschonend und trainiert gleichzeitig alle Muskeln Ihres Körpers. Sinnvoll ist es auch zu wandern. Auch dabei spielt Wasser eine Rolle, allerdings eine völlig andere. Um Überanstrengung und Dehydrierung zu vermeiden, sollten Sie viel Wasser mitnehmen und regelmäßig Pausen machen. Damit Sie nicht von einer Wanderung mit wunden Füßen nach Hause kommen, sollten Sie die richtigen Schuhe tragen. Auch der richtige Rucksack mit Brust- und Beckengurt ist ein guter Begleiter. Zudem sollte die Route nicht zu lang und anspruchsvoll sein, sondern Ihrem Leistungsniveau angepasst. Aus dem Yoga stammende Begriffe wie Child's Pose, Mountain Pose und Vierfüßlerstand klingen zwar komisch, aber Yoga ist eine der besten Maßnahmen für die Gesundheit des Rückens, denn es stärkt die Muskeln und verbessert die Beweglichkeit. Beides kann dazu beitragen, Verletzungen zu vermeiden. Bei einem AGR-zertifizierten Yogakurs werden Sie von einer zertifizierten Yogalehrerin angeleitet. Das Hatha-Yoga bietet ein Gesamtkonzept, das sowohl den Körper als auch den Geist trainiert. Jede Woche werden neue Yoga-Übungen gezeigt, die sich im Laufe des Kurses im Schwierigkeitsgrad steigern. Und keine Frage, Gymnastik ist ideal für den Rücken und Sie können sie machen, ohne das Haus zu verlassen. Alles, was Sie brauchen, ist das richtige Equipment, sprich eine rückenschonende Gymnastikmatte. Diese sollte für den Komfort und als Schutz für Verletzungen über gute Dämpfungseigenschaften verfügen. Sie sollte nicht kleiner als 58 cm in der Breite und 120 cm in der Länge sein. So können Oberkörper und Kopf gut abgelegt werden. Das war Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit. Business on Air. Die dritte Generation. Opel Sessner, Ochsenfurt. Möller-Bart.de. Wir sind unterwegs für dein neues Bad. Möller für schönere Bäder.